Die einzige Möglichkeit, das sumpfige Tiefland um Falkirk zu halten, besteht darin, eine Burg und so viele Wälle wie möglich zu errichten. Diese Befestigungen werden unser Lager schützen, während wir die für den Angriff auf die englische Burg notwendigen Belagerungswaffen herstellen. Sobald die Burg gebaut ist, will sich Wallace höchstpersönlich unseren Streitkräften anschließen. Gemeinsam werden wir Longshanks und seine englischen Truppen angreifen. Ach, wer braucht schon den Wallace? Machen wir da ohne den. Die Engländer können jederzeit angreifen. Sie haben zwar schon ein paar Wälle, aber die sollten sie erweitern, sobald sie über genug Steine verfügen. Kurz um alles erkunden. Ah, übrigens, hallo, ne, zur nächsten Folge und so. Möp. Ja, ich nehme das jetzt gerade zumindest die Wallace-Kampagne in einem durch auf. Deswegen ist es gerade ein bisschen... Ja, keine Ahnung. Anders als sonst. Ja, da oben ist noch ein Feld, das kannst du ruhig nehmen. Da ist noch ein Feld. Jetzt ein bisschen selbstständiger her. Sie können auch Türme bauen, um ihre Stadt zu verteidigen. Einheiten können zur Verteidigung und zum Schutz in einem Turm einquartiert werden. Bogenschützen können aus einem Turm herausschießen. So. Damit haben wir nämlich den ersten Angriff von ihm auch schon direkt ein bisschen abgewehrt. Wir werden unsere Türme gar nicht erst zerstört. Lass ich diesmal nämlich gar nicht zu. So einfach ist das nämlich. Ich habe vergessen, Dorfwunder zu machen. Und Ritter kann man direkt auch noch anhängen. Warum nicht? Nahrung habe ich jetzt vielleicht keine mehr dafür. Aber ist auch nicht so wichtig. Die kriegen wir gleich schon. Machen wir zuerst Holz. Weil Holz brauchen wir ja eh dann, um Nahrung zu machen. Denke ich mal gerade sinnvoller. Weil die Felder stehen ja eh schon. Oh, hoppala. Das war jetzt eventuell nicht so gut. Egal, hat funktioniert. Das zählt. Einbruchschützen lassen wir komplett sein, wir gehen auf Infanterie und Belagerungswaffen. Wenn Sie einen Rohstoff eines bestimmten Typs haben, können Sie ihn auf dem Marktplatz gegen Gold eintauschen. Danach können Sie mit dem Gold kaufen, was Sie benötigen. Ich habe wohl vergessen, dass ich den Dorfbewohnern keine Arbeit zugewiesen habe. Um eine Burg bauen zu können, müssen Sie zum nächsten Zeitalter voranschreiten, der Ritterzeit. Das passt da kein Feld hin. Das ist ja ungünstig. Egal. Dann gehst du halt da hinten hin. Mit an Holz. Donkat. Mit Hilfe der erweiterten Schaltflächen bestimmen Sie das Kampfverhalten Ihrer Soldaten. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ein defensiver Soldat einen Feind angreift, der in seine Nähe kommt. Klicken Sie auf eine Militäreinheit und sehen Sie sich die Schaltflächen für Kampfverhalten im unteren linken Bildschirmbereich an. So, sollte reichen. Mit den erweiterten Schaltflächen können Sie außerdem Soldaten damit beauftragen, zwischen zwei Punkten... Ja, die hier, ja, wissen wir. Etwas zu bewachen, danke fürs Erklären, brauchen wir aber nicht mehr. Zu folgen. Ich weiß nicht. Die Burg, setzen wir die komplett offensiv hier unten hin? Oder hier auf diesen kleinen Berg? Ich glaube auf den kleinen Berg da, oder? Ja. Doch. Machen wir es hier hin. Da. Wunderschön. Forschen kann ich jetzt nichts mehr, oder? Nee. Ja, doch, hier könnte ich vielleicht noch. Die erweiterten Schaltflächen gewähren Ihnen Zugriff auf neue Formationen. Mit einer Kastenformation können Sie beispielsweise schwächere Einheiten wie einen Mönch schützen. Wer mich jetzt scoutet? Lasst das mal bitte, ja? Voll nicht nice und so. Sie werden in der Ritterzeit jede Menge zu tun haben. Zuerst sollten Sie versuchen, eine Belagerungswerkstatt zu bauen, um dort Rammböcke und andere Belagerungswaffen herzustellen. Ja, Belagerungswerkstatt. Jetzt mach mal keinen Stress, ja, Junge? Wobei, wir haben eigentlich nur Holz. Warum auch eigentlich auch nicht?
Dann gehen wir mal hier hinten hin und setzen die mal dahin. Ja, aber wie viel Gold wir eigentlich hier haben, ne? Da so einen ganzen Batzen, da hinten so einen ganzen Batzen. Für die Mission wahrscheinlich schon fast viel zu viel. Finde ich gut. Naja. Sagt eigentlich irgendwas, nicht darüber gehen will? Nee. Oh, ich dachte, er sagt da irgendwas zu. Hätte sein können. Tja, dann nicht. Kid, Karo, Beat 4. Ach ja. Die Nahrung. Geht so schön schnell hier. Eventuell müssen Sie zusätzliche Dorfbewohner damit beauftragen, Steine zu sammeln, damit Sie die Burg und die notwendigen Befestigungen bauen können. Gut gemacht. Mach ich doch schon. In Ihrer neuen Belagerungswerkstatt können Sie nun Ramböcke herstellen. Ramböcke sind zwar langsam, halten jedoch einem Pfeilhagel stand und sind besonders gut dafür geeignet, Wälle niederzureißen. Sie brauchen sicher einige Ramböcke, um die englische Burg anzugreifen. Eine reicht. Wir könnten auch einen Stein ein bisschen kaufen, ne? Ah, Quatsch. Wozu übertreiben, ne? Hab ich jetzt alles geforscht, ja, ne? Ja, ja, sehr schön. Vielleicht noch die beiden hier. Hallo. Ey. Jetzt mach mal nicht den hier, ja? Gibt's ja wohl nicht. Kia? Kia? Dann gehen wir halt Holzhack mit euch. Zack und zack. Kid, Rabuga. Ach, nicht das da. Quatsch. Kid? Oh, jetzt sind die auch noch geputzt. Ach, Jungs. Nur wenn ein bisschen Holz hacken, dann meckert ihr jetzt so rum. Gibt's doch nicht. Oh, das war jetzt gerade ein doppelter Sound. Bravugia! Geil. Mehrere Dorfbewohner. So, du baust mir mal bitte eine kleine Burg da unten hin. Sehr aggressiv bitte, danke. Nach diesem einen Angriff kommt da ja gar nichts mehr, ne? Ist ja witzig. Bonit. Bonit. Hm, das dazu. Kommt doch noch was. Aber nicht so viel. Also easy. 200 Nahrung noch. Baumröhricht. Lol, das sind ja Bäume. Das ist ja geil. Cool. Oha, oha. Das sind eine Menge. Oh, versteckst dich schon bitte ganz kurz. Und ich spiel bitte mit dem. Die locken wir alle mit hier hinten hin. Nur bis die Burg fertig ist. Bisschen hin und her laufen. Weil dumm genug sind's ja dafür. Geht's ja nicht die ganze Zeit, aber wenigstens ein bisschen. Mein Gott, schießen die schlecht. Bisschen die Ecke, bitte.
Kommt schon, Leute, ja? Kann man nicht hier euer Ernst sein. Machen wir nochmal zwei Ritter, einfach nur, weil es geht. Ah, hat auf jeden Fall gereicht. Jetzt werfen sie den Turm da hinten an, lol. Boah, wie viel Damage die machen. Krass. Naja. Sie haben die Burg fertiggestellt. Sir William wird bald hier sein. Und dann ist es an der Zeit, die Engländer anzugreifen. Woher, wo hat die denn hin, lol? Wobei, können wir noch kurz eine Universität bauen? Wallace ist eingetroffen. Bauen? Rabuiga. Was ist denn das? Paladin? Das war noch so ein Chevalier. Cool. Das sind auf jeden Fall weniger Soldaten. William Wallace. LOL. Hat der jetzt ein geiles Bild. Cool. Eine der mächtigsten Einheiten kann in der Burg erschaffen werden. Erschaffen Sie 10 weitere Freischärler. Naja, bin auch schon dabei. Du chillst dich bitte mal einfach hier ins Dorfzentrum. Tötet sie alle. Los. Rein da. Und können wir hier noch mal einen machen von? Ne, fehlt uns Gold für. Lol. Machen wir es eben so. Zack. Zack. Eine dritte geht aber noch gleich, oder? Komm, locker. Zack. Mit William Wallace und seinen Freischärlern an ihrer Seite haben die Engländer ein Problem. Sobald sie über ein großes Heer und viele Belagerungswaffen verfügen, zerstören sie die englische Burg. Wieso ist der Text eigentlich so mittendrin hier, ne? Kann man es mir mit einem erklären? Ist ja mega nervig. Oh, lässt uns rein. Das ist ja... Wow, Leute. Wow. Einfach nur wow. Genau, mach mal das Tor auf. Zu freundlich. Man könnte ja auch Glück haben, ne? Darf ich jetzt bitte rein? Ich mach mal jetzt einen Weg rein, ne? Wow, Leute. Lass die Ramme ja nicht durch, habt ihr recht. Gute Idee. Oh, der geht jetzt wieder durch, oder? Boah, was ein Troll. Brauchen wir jetzt nicht. Mehr Freischärler. Und rein da. Das Tor rastet trotzdem noch kurz ein, damit die Nacht eintreffen und wir noch reinkommen können hier. Und die Rampe geht direkt hoch zu Dings. Zur Burg. Wunderbar. Bringt sie alle um, los. Ich will jetzt noch nicht mit dem Wasser hingehen oder so. Alles Quatsch. So, die können jetzt auch alle umbringen da. Wunderbar. Damit hat er eh so oder so verkackt. Lol. War jetzt nicht der Plan? Schon besser. Zumindest 5 Stück sollten damit hochgehen. Nicht alle. Genau so. Wunderbar.
Halt so ein paar. Schön. Das, die Animationen, wie die Gebäude einstürzen, ist übrigens absolut geil. Ohne Witz. Das war's mit der Burg. Wunderbar. Und damit haben wir gewonnen. Lol, war hier unten nicht mehr offen? Ha, ist ja witzig. Die englische Burg bei Falkirk existiert nicht mehr. Die englischen Ambitionen in Schottland werden nun sicher ein Ende nehmen. Wallace. Hä, der war doch mal weg durch, oder? Naja. Das war die William Wallace-Kampagne. Nicht mal eine Stunde haben wir gebraucht. Geil. Quasi eine ganze Stunde. Errungenschaft freigeschaltet. Schottlands. Ich glaube, Wächter oder so stand da. Bin mir jetzt nicht sicher. Naja, dann danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Unsere Lage in Falkirk schien ausweglos. Dennoch konnten wir gegen die zahlenmäßig überlegenen Engländer mit ihren reichweitenstarken Langbögen einen Sieg erringen. Die englische Burg wurde geschleift. Eine schottische wird an ihrer Stadt errichtet. William Wallace hat uns den Weg zum Sieg gewiesen. Zwar ist er nur ein Mann, doch inspiriert er andere zu großen Taten. Viele der schottischen Ritter und Lords haben gemeinsam mit ihm zum Schwert gegriffen. Das Schwert von Wallace misst 5,5 Fuß und wurde natürlich in Schottland geschmiedet. Er hat geschworen, nicht zu ruhen, bis es den Hals von Edward Longshanks durchtrennt hat. Unser Kampf geht weiter. Doch wir haben die Kunst des Krieges erlernt. Jetzt sind es die Engländer, die sich fürchten müssen.